Kasachstan gut 18 Millionen Einwohner. Und 1 Million davon leben in Schimkent, der drittgrößten Stadt des Landes. Und genau da spielen die Frauen des FC Bayern gegen Kasigur, den kasachischen Meister. Es ist eine Reise ins Unbekannte. Da kann man gar nicht so genau sagen, was uns erwartet, denke ich. Das wird vielleicht auch ein kleines Abenteuer. Der Trip der längste in der Champions-League-Geschichte der Bayern-Frauen. Gut 5500 Kilometer bei einer Flugzeit von mehr als 6 Stunden und einer Zeitverschiebung von 4 Stunden. Zumindest bleibt Trainer Jens Scheuer da viel Zeit für die Gegneranalyse. Man neigt dazu, jetzt die Mannschaft vielleicht zu unterschätzen, weil sie aus Kasachstan kommt, weil es noch nicht so ein national entwickeltes Fußballland ist. Aber die Mannschaft hat viele Ausländerinnen in ihren Reihen, also viele amerikanische Spielerinnen, afrikanische Spielerinnen, wo eine hohe Qualität aufweisen. Um Mitternacht trifft der Tross der FC Bayern Frauen in Schimkent ein. Nach einer Fahrt zum Hotel gibt es noch einen Snack und dann heißt es schnell in die Betten, denn die Nacht ist durch die Zeitverschiebung kurz. Schlafenszeit war vielleicht ein bisschen verkürzt, aber ja, ich glaube, soweit fühlen wir uns eigentlich ganz gut. Man muss sich vom Kopf her einfach darauf einstellen, gar nicht zu viel drüber nachdenken, dass vielleicht 1-2 Stunden Schlaf fehlen. Der Dienstag nach der verkürzten Nacht gilt es jetzt, sich auf das Spiel optimal vorzubereiten. Ich denke, das Schwierigste ist auf jeden Fall, dass man hier ja, mit 4 Stunden Zeitverschiebung zu kämpfen hat. Deswegen ist es aber gut, dass wir jetzt auf jeden Fall schon einen Tag vorher gekommen sind, um uns hier schon ja, ein bisschen zu akklimatisieren. Dazu gehört auch ein lockerer Spaziergang durch Schimkent. Und gleichzeitig beginnt jetzt die unmittelbare Vorbereitung auf den Gegner, der in der letzten Saison zu Hause Barcelona, den Champions-League-Finalisten, mit 3:1 besiegt hat. Wir werden noch eine Spielanalyse haben. Und da bin ich mal gespannt, wie die Spielweise von denen eben so ist und auf was wir da uns morgen vorbereiten müssen. 4 Stunden später Ankunft am Namis-Stadion zum Abschlusstraining. Hier werden die Bayern dann auch am nächsten Tag gegen den Tabellenführer aus Kasachstan antreten. We have a great team and come out strong to get an away goal would be really, really important, of course, in the Champions League. So I think that's obviously a focus and we came here to win. Der Plan steht also, die Bayern wollen auch auswärts auf Sieg spielen. Und dazu ist natürlich mindestens ein Treffer nötig.